das Lachen der Kinder. Man sagt, wenn Kinder lachen, lächelt der Himmel. Und damit dies auch so bleibt, findet 2015 bereits zum 11. Mal in Folge die Charity-Gala Kinderlachen in Dortmund statt, mit jeder Menge prominenter Unterstützung. Es gilt, Spenden zu sammeln und Aufmerksamkeit zu schaffen für eine Thematik, die uns alle etwas angeht. Ein lachendes Kindergesicht ist einfach das Schönste, was man haben kann. Das trägt uns alle in die Zukunft. Kinderlachen macht genau das aus, was es heißt, das Kinderlachen. Und es überwindet letztlich auch die Probleme, die überall sind. Ich halte es für elementar und für Bestandteil unseres Lebens, dass wir uns kümmern. Weil in dem Moment ist die Welt in Ordnung, wenn ein Kind lacht. Und darum geht's. Ebenso werden an diesem Abend herausragende Persönlichkeiten geehrt, die auf eine ganz besondere Art und Weise ihr Herz für Kinder zeigen. Vielen Dank. Dankeschön. Die Preisträger in diesem Jahr heißen Til Schweiger, der leider persönlich nicht vor Ort sein kann, sich aber per Videobotschaft bedankt, und Annemarie und Wayne Carpendale. Das Ehepaar hat vor 2 Jahren die Initiative Hand to Hold ins Leben gerufen. Wir empfinden natürlich eine riesengroße Ehre, dass Wayne und ich das jetzt heute empfangen nehmen dürfen. Aber letztendlich ist Hand to Hold ja entstanden mit Hand in for Children zusammen. Und die machen das schon seit 20 Jahren. Ja. Die gehen in die Kinderkliniken rein und die bringen das Lachen in die Kinderaugen. Wir veranstalten gemeinsam mit wirklich privaten Freunden von uns, veranstalten wir Wochenenden, wo wir Kinder mit einem Schicksalsschlag nach München einladen. Und dann verbringen wir 48 Stunden lang mit denen und unternehmen viel. Abgerundet hat diesen wichtigen Abend ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Roland Kaiser und Marc Marschall sorgen für den musikalischen Höhepunkt und Matze Knob, ganz im positiven Sinn, für die ein oder andere Lachnummer. Heute waren wirklich 900 Menschen hier, die auch eine ganze Menge gespendet haben, unfassbar viel. Am Ende ist der Abend ein voller Erfolg, denn es wird eine Rekordspendensumme von knapp 500.000 Euro erzielt. Damit kann man zwar keinen Himmel zum Lachen bringen, aber mit Sicherheit viele Kinder.